Boah, das könnte alles sein. Könnte das mal aus dem Glas. Aber so ist immer das, was auf das Texture Pack abgestimmt ist. Das wäre so geil. Will ich hier rumlaufen? Hey, pass mich nicht an das Glas. Zerbrech sonst. Ja, zerbrech mich nicht. Haki ist auch ein. Ich fahre jetzt vorbei. Achtung. Ihr wackelt schon alles, ey. Stimmt, da, ja. Ich seh's. Ihr bröckelt schon der Mörtel wieder ab, ey. Das ist wohl schon ganz bröckelt von dem Mörtel. Die bröckelt. Die bröckelt von dem Mörtel. Wie immer bröckelt sagt. Nur weil ich unserem Kater einmal gesagt hab, ess jetzt deine Bröckels. Ess deine Bröckels. Jetzt hat er das immer so voll abartig, ey. Ich stell mir so vor wie. Nein, kann ich. Ess deine Bröckels! Schätzelein, bist du ein paar Bröckels? Weißt du, groß und stark? Wie der Papa! Nein! Wie unsere Fake-Aufnahme, wo hier Nike irgendwie Stressprobleme hatte. Jetzt bin ich wieder da. Oh. Aber es ist schlechte Qualität. Fremdsprobleme hatte. Und ich habe dann angefangen einfach aufzunehmen mit dem Nox. Und meine Nox, gleich kommt die Nike wieder und verprügelt uns. Dann sagt sie erstmal, dass ich Scheiße gebaut habe. Und dann beleidigt sie uns nach der Aufnahme wieder total und bezeichnet dich als Pimmelkopf und sowas in der Richtung. Also so ein paar Minuten später funktioniert es dann. Nike geht die Kirche hoch. Er hat alles falsch gebaut! Dann wurde sie gemein. Nike ist immer gemein, wenn man nicht, wenn keine Kamera läuft. Gar nicht. Sie tut aber nur so nett, ne? Und wenn sie dann die Kamera aus ist, hey, ihr Kackbratzen! Was könnt ihr eigentlich? Ich könnte überhaupt nichts! Warum arbeitet ihr mit euch zusammen? Wie wir eigentlich dasselbe sagen wollen. Tobi, glaubst du denen? Bitte sag nein. Bitte. Zwei gegen einen. Hat mich schaut. Du musst die Wahrheit erkennen. Ist halt ich muss erstmal darüber meditieren. Ja, meditiere darüber, über die dunkle Seite der Macht. Na, da bin ich sowieso auf der dunklen Seite. Sif's Leben einfach schon viel länger als Jedis. Sif's Leben eh schon viel länger als Jedis. Ja, aber die Jedis gibt's länger. Nee. Doch? Mhm. Weil? Sind mit Nerds in einem. Ja, es hat doch mit den Jedis angefangen eigentlich. Erst mit Ulrich. Nein, mit Sif. Ethics normal. Ulrich-Feld-Oma ist nach Korriban, wo die Rasse der Sif war, die die Sprache des Namens Sif spricht. Also die, wie heißt das? Die Masassi und Kisai. Also da ist Ulrich-Feld-Oma hin. Mhm. Und hat denen erstmal diese ganze. Also die waren dunkle Machtnutzer, aber dann hat Ulrich-Feld-Oma denen halt irgendwie diese Dings. Diese Ordenssache gebracht und zusammen mit den Sith hat er das dann irgendwie weiterentwickelt und einfach braucht ihren Namen und dann hat man einfach die Rasse genommen als Name. Weil Sith waren halt diese roten Leute mit den, ne? Die man übrigens spielen kann in Star Wars The Old Republic. Ja, hab ich gespielt, ein Sith. Deine Mutter ist ein Sith. Ich finde ja Star Wars The Force Young Leaf irgendwie cool. Also es zeigt so eine Entwicklung vom Sith zum Jedi. Das finde ich cool. Das ist was ganz Besonderes, das stimmt. Eigentlich ist es immer andersrum, aber ich mag das Setting nicht so gerne. Also Darth Vader und so, das geht mir total auf den Piss. Ich bin froh, dass er tot ist. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor Episode 7, die demnächst kommt. Ja. Aber ich denke, Disney wird das schon richtig machen. Aber der sah doch ganz nett aus, als er jung war. Bei J.J. Abrams soll... Ach, fuck, jetzt hab ich ihn. Ja, doch. Keiner J.J. Abrams, ne? Soll ja dann auch nur die Episode 7 machen. Bei Episode 8 und 9 soll wieder ein neuer Regisseur... Ja, aber... Ich hasse dieses Wort. Ich denke, dass Disney das gut hinkriegt, weil Spider-Man haben die auch gut hingekriegt, Avengers haben die gut hingekriegt, Iron Man haben die gut hingekriegt. Fluch der Karibik. Fluch der Karibik ist geil, außer der zweite Teil. Den zweiten fand ich auch nicht so gut. Ich finde eigentlich alle, ja, außer den vierten, der ist ein bisschen... Ja, der hätte nicht sein müssen. Nö, hätte nicht sein müssen. Aber der fünfte will ja auch noch irgendwann... Der vierte ist trotzdem besser als der zweite. Na, alles ist besser als der zweite.
Ja. Also ich habe den zweiten mal mit meinem Namen gesehen. Nur, dass Johnny Depp immer dicker wird. Das ist doch nicht schlimm. Was ist denn der so alt? Den will ich trotzdem knallen. Was? Dann jetzt echt nötig, ne? Ja, wir reden hier von Johnny Depp. Also, ich glaube, da würde ich ja, klar, auch alles über Bord werfen. Der würde jetzt Zeit mit ihm in die Kiste steigen, also. Tut mir leid, nein. Alter, Johnny Depp, den finde ich jetzt nicht so geil. Ich fand den Orlando Bloom eigentlich viel, viel besser. Johnny Depp. Orlando Bloom sah nur geil aus bei Herr der Ringe. Na. Oh. Ja, eher bei der Hobbit, bitte. Bei der Hobbit habe ich noch. Beim Hobbit habe ich ihn noch nicht gesehen. Das sieht ja viel besser aus als bei Herr der Ringe. Ja, ist aber total gedingst. Lieber Steine. Die haben den gemoddet. Wie heißt das? Ich hab die 4. Na, gefotoshoppt. Jetzt Photoshoppt ist der. Ja, aber bei Videos heißt das nicht Photoshop. Aber du weißt schon, was ich meine, ne? Mit After Effects irgendwas eingefügt. Ja. Also, wie gesagt, ich habe The Hobbit noch nicht geguckt. Empfehlenswert. Ja, ist ein guter Film. Ja, ist okay. Dritter Teil kommt am 18. Dezember diesen Jahres. Wobei der dritte Teil, wo selbst schon die Schauspieler sagen, dass da so viele Special Effekte drin sind. Ja, weil das einfach mega groß wird. Ja. Aber man kann es auch übertreiben. Ich meine, der zweite Teil war schon übelst groß mit dem Drachen. Alter, jetzt hab ich schon wieder den Boden vergessen. Leckt mich doch am Arsch. Naika! Nein. Naika, leckst du mich am Arsch? Naika! Was? Oh, die verfickten Steine! Das sind keine verfickten Steine! Warum sind das? Was hab ich? Nein, lass mich ausreden! So, Naika? Ja. Scheiß Steine! Hast du Birke da? Was hab ich da? Pisse? Birke! Nein, Birke hab ich nicht da. Hier ist Eiche. Boah, gib mir die verfickten Steine! Alter, halt brauch nur noch ein paar. Hallo, guck mal da hinten, ist ein mini kleines Loch, das müssen wir stopfen. Deine Mutter muss gestopft werden. Ist mir doch scheißegal, ob meine Mutter gestopft werden will, das ist nicht meine Angelegenheit. Ich liebe deine Mutter, Witze. Die ist schon blüscht hier. Ra! Ra! Huch! Es schneit! Es schneit! Weißt du, Naika bedient sich auf Kosten der anderen. Der arbeitenden Klasse. Echt. Das ist doch typisch Naika. Ich arbeite. Mir fällt gerade auf, ich arbeite jetzt schon wieder mit Stein. Ich habe den ganzen Tag heute schon mit Stein gearbeitet. Jetzt arbeite ich sogar in Spielen schon mit Stein. Was machst du denn? Du hast gesagt Praktikum, ne? Erzähl mal. Ja, Praktikum. Was machst du denn? Ihr kennt ja bestimmt so Kölner Dom, so die Größe. Aha. Und das, ich wohne ja in Dresden, also Sachsen. Ja. In der Nähe von Dresden, ich weiß nicht, ob ihr Meißen kennt. Ja. Ich nicht. Meißner Porzellan und so. Ja. Oh. Und da gibt's auch einen großen Dom. Und da mache ich mein Praktikum als Steinmetz. Oh. Steinmetz ist was Cooles. Weißt du noch, Naika, wo wir Praktikum gemacht haben? Boah, ja. Vor ewigen Jahren. Hallo? Ich hab zwei Praktikas gemacht. Ich habe einmal als Rechtsanwaltsgehilfin gemacht. Und dann in der Firma von meinem Papa, da haben die so Solarzellen haben die da gemacht und da war ich in dem Physik- und Chemielabor. Das war auch interessant. So. Und dann habe ich noch ein einjähriges Praktikum in einem Fernsehsender gemacht. Welchen? Kanal 9 Erzgebirge. Die müssten die beiden ja auch kennen hier. Hä? Die müsste der hier Tobi doch kennen. Ja, aber der empfängt die doch bestimmt nicht. Mhm. Der wohnt doch in Dresden, da senden die nicht hin. Ach so. Ich arbeite mit Elektro und Klärbrühe. Und Säure. Und meine Hose ist jetzt kaputt wegen der scheiß Säure. Ich mach Essen. Was für Säure? Salzsäure. Nur 5%ige oder so. Ah. Aber wenn es auf deine Hose tropft, du es nicht aber nicht bemerkst, dann ist die Hose immer noch nach 2 Tagen löchrig. Also das Bein ist jetzt, das sieht aus wie, als ob ich ein Penner wäre, echt. Wieso wär's? Du willst also sagen, dass der Freund von Naika ein Penner ist? Ja, weil Naika auch ein Penner ist. Ja, die sowieso, aber ich habe sie aus der Kosse gezogen. Gleich und gleich gesinnt sich gern, so war das doch, ne? Ja. Halte deine Mutter fern, was?
Gleich. Wie bitte? Gleich und gleich gesetzlich gern, doch halte deine Mutter fern. Das hat sich immerhin gereimt. Das ist schon mal. Das war der einzige Sinn, warum ich es gesagt habe. Ich brauche noch mehr Stein. Das ist eigentlich ziemlich Stein. Cool hier mit der Falltür, oder? Passt da nicht durch. Ja, weil du kein willst. Naika! Aber ja, eigentlich sollte ich die Webcam nicht installieren, weil sonst jeder denkt ja bisher, dass du irgendwie eine schöne Stimme hast, deshalb bist du schön. Ich habe keine schöne Stimme. Aber wenn ich jetzt die Webcam. Hier siehst du, der Tobi, der lacht auch schon. Wenn ich die Webcam jetzt irgendwie anmache, irgendwie, dann merken die Leute ja, dass du total fett und hässlich bist. Was soll ich machen, wenn ich meine Webcam anmache? Alter, Naika, an deiner Stelle, den würdest du aus dem Schlafzimmer. Ja, der ist letztens saß du mir an der Bushaltestelle, da sagt er so, ja, du hast ja die Haare rot gefärbt, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Nur, man sieht jetzt, dass du die gefärbt hast, weil oben die Haare sind nachgewachsen und die sehen jetzt grau aus. Der ist voll der Schambolzen, weißt du? Du hast dir einen wunderbaren Freund ausgesucht. Aber Schatzi! Nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr mit Schatzi. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Gerade selber auf, geil. Du verstehst Hallo, beleidigen darf du verstehst keine Witze, ne? Deine Mutter versteht keine Witze. Nee, deine Mutter ist ein Witz. Ja. Deine Mutter ist auch ein Witz, ja. Fetter Witz. Schmeckt dir der Knochen? Jetzt knabbert er wieder an dem Knochen rum, der fette Hund. Obwohl er ja eigentlich gar nicht fett ist. Deine Mutter ist fett. Oh ja. Oh ja. Nicht nur deine. Liegt in der Familie. Leider. Oh ja, ich mache hier ein Penisfenster rein, das ist voll gut. Oh, Penis! Ich will ist mir aufgefallen, dass wir irgendwie irgendwas zu kompensieren versuchen. Und warum stöhnt der dann, der? Weil der Penis. Ich hab nicht. Du hast gestöhnt, du hast gestöhnt. Hast gestöhnt. Ich war ein Auflacher. Meine Güte. Jetzt stöhnt er hier rum. Oh, ich hab nur gelacht. Oh ja. Also, so lachst du also beim Sex, aha. Ja, wahrscheinlich. Der Arme. Lass mich doch in Ruhe. Man merkt, dass Doc sich da ist. Der hätte gar nichts gesagt dazu. Der hat das über sich ergehen lassen, ist er schon gewöhnt. Das tut mir voll leid, wie wir den in letzter Zeit gestalkt haben. Wir stalken den doch nicht. Nein! Wir stalken doch keine 18-jährigen Jungs. Die rumtrampeln. Die einen fetten Arsch haben. Aber du hast recht, irgendwie sollte ich mir langsam mal Sorgen machen. Worüber? Ja, über euch beide. Warum? Weil ihr doof seid. Sie sind zufrieden mit uns. Ja, ich weiß nicht, was du hast. Ja. Willst du es nachvollziehen, Naika? Ich nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, was der hat. Hallo! Ja, hallo, Mister! Hier, hallo, dein Kollege hat gerade erstmal rumgestöhnt. Ja, das hab ich schon gehört. Das hast du gehört? Ja, so, oh. Ja. Wo ich über Penisfenster schwadronen. Ob ich stelle immer gerne auch rum. Ja, du mich auch. Geschwafelt. Der macht immer gern die Dampflok nach. gut. Weil wir alle mal Dampflok fahren. Ja, einfach ärgern. So, Ich hab grad ganz viele Diamanten. Ja, ja, weil Hex. Was von Diamanten? Wie wollen wir den Keller noch weiter gestalten? Weiß ich nicht, hier müssen Foltertische und Ketten hin. Wir haben keine Ketten. Wir brauchen Foltertische und so eine kleine. Anstatt der Ketten könnte schon mal. Anstatt der Ketten könnte schon mal Penisse machen. Also ja. Ihr könnt auch einfach ein Schaf nehmen und das da irgendwo festbinden. Das kommt super furchterregend rüber. Und dann am besten nur ein Grasblock, damit es hungert. Das kann ich nicht. Halli, du bist aber so pervers, aus der Reichweite, ne? So. Nein, das geht nicht. Ich ziehe den Grasblock, aber es kann ihn nie erreichen. Ey, sei einfach ruhig, die Tani will mir Foltermethoden erklären. Okay. So. Foltermethoden, da wird der andere einfach gekitzelt am Fuß. Und da schiebt man dann einfach ein Schaf hin und es muss seinen Fuß ablecken. Eigentlich macht man dafür eine Ziege und kein Schaf. Jetzt will ich aber ein Schaf, wir haben hier keine Ziege. Oh, Ruhe bitte. Gott, Simulator. Ruhe bitte. Hast du einen Kater oder was? Nein.
Den hatte ich einmal. Schon wieder zu viel Wodka getroffen. Du bist voll leise. Wir können die Nike unten hinstellen. Voll leise. Ich mag die jungen Leute hier gar nicht mehr belastbar. Hör mal, ich suche mir bald einen neuen Freund.